Ja, klar, freue mich. Ja. Du hast schon immer. Logisch. Freddy? Freust dich? Ja, voll. Heute, wann holen wir sie uns raus? Bächle im Freiburgischen. Wir sind gespannt. Wir wünschen uns Glück. Schön, seid ihr wieder dabei. Prospektion, los geht's. Hey Freunde, wir sind schon ein bisschen am Ablaufen vom Bächle. Was auffällt ist, das Geschiebe ist viel kleiner als sonst hier. Das Ganze ist wirklich recht sandig. Überall umgestürzte Bäume. Umso idyllischer ist es hier. Aber jetzt schauen wir noch, jetzt machen wir mal den ersten Test hier oben. Wenn wir gerade vor den Bach gestiegen sind. Und gucken wir, ob eigentlich etwas zu finden ist. Aber ich muss sagen, sorry, wenn man nicht schaut, weiss man es nicht. Darum schauen wir jetzt. Ich wünsche dir das Glück. So, eigentlich die kleinste sichtbare Käsebank ist wirklich gerade hier, wo wir das Zeug abgeladen haben. Das ist die einzige Anhäufung vor einer Flussbiegung, oder nach einer Flussbiegung, sorry, wo das Wasser hier oben runterkommt. Und da hat sich alles hergetannert. Also x Bäume, die hier verkehrt in Hang liegen. Das ist ja das Zeitchen hier, wie man sieht, San Mosa. Ja, einen kleinen Test machen bei dieser kleinen Gravelbar. Neuer Bach, neues Glück. Ready for the foot hand. Gucken wir, erste Pfanne vom Tag. Ha? Ein Flitti. Oh, es ist dünn anscheinend, es flottiert fast. Aber etwa ein Millimeter gross. First pan of the day, first gold.
Wunderbar, erstes Gold vom Tag. Juppidei. Benno, mach gerade Rinnen parat. Und wenn ich weiss, er wird es schaffen, wie immer. Ein kleines Holz gehört, wenn wir hier die Materialien oder die Kessel hat, können wir das schon ein bisschen verdichten. Dann läuft die sicher wunderbar. Was du gut gemacht, wie immer. Rinnen dort. Sieht aber fast noch aus, als würden wir einfach an die erste beste Stelle gehen, bums so im Video, und loslegen. Klar haben wir hier aufwärts und abwärts noch ein bisschen, alles abgelaufen und getestet. Und es ist wirklich schwierig, so ein bisschen Steinbanken zu finden. Ein bisschen etwas Gröberes, es ist alles mit Zangen befüllt. Jetzt tun wir einfach ein bisschen drauf los, pudeln. Heute wollen wir einfach ein bisschen französisch sprechendes Gold haben. Und darum setzen wir hier jetzt eben drinnen und machen wir ein paar Kessel, dann sehen wir schnell, ob wir irgendwie noch etwas mehr haben, als wenn wir das Flitti in der ersten Pfanne. Das erste Kessel habe ich gemacht. Von dieser Stelle hier unten, ein bisschen in der Wurzel innen. Die Wurzeln innen vom Baum. Jetzt lasse ich den durch, dann schauen wir ein bisschen in den schwarzen Prospektionsteil, ob etwas drin ist. Das ist durch. Und tatsächlich, es hat doch schon die ein oder andere Flittis drin. Feinere. Das ist doch etwas Anständiges. Ja, weiter geht's. Wollt ihr führen? Wenn ihr seht, Manu. Gell? Die ist ja gleich mehr mit dem Bach noch am Graben. Zum Schluss kommt er von hier gerade. Von hier oben runter. Verbreitert sich hier in dieser Region. Darum da liegt so viel. Da liegt so viel Holz rum. Das liegt schon etwas länger hier. Da wird der ganze Bach breiter. Beruhigt sich das Wasser. Darum bleiben wir jetzt noch ein bisschen an diesen Stellen hier. Ich bin noch ein bisschen Teufel. Da kommt sicher noch ein bisschen etwas zusammen. Überall wird ein bisschen gebudelt. Manchmal ist hier Ende von der Steinbank ein bisschen dran. Da direkt am Dreischaufeln drinnen. Es sagt immer wieder mal, feines Gold sichtbar. Also vieles weiter runterdrehen. Aber jetzt machen wir mal einen kleinen Schluss, was ich sehen kann. Hier drinnen ist ausgewaschen vom Manu. An dieser Stelle. Also, mal schauen, ob es schon etwas gesehen ist. Beim Fennen. Und etwas Feines hat es auch, oder Manu? Ja, gerne etwas Feines drin gewesen, ja. Jetzt so viel schwarze Sachen. Mama, schwarze Sachen. So.
Aber der Wall fährt, kann ich nichts sehen. Das ist ja überschaut. Wie war das? Etwa 6 Kessel? 5-6 Kessel, ja. 5-6, 25 Liter Kessel. Gold sieht man. Jetzt müssen wir noch darüber reden, ob das reicht oder nicht. Willst du einfach dort noch weiter in die Tiefe? Bleibst du noch einmal dran? Gute Frage. Ich frage, ob wir noch einen Platz wechseln. Das Material aus dem Flutbett knall jetzt mal in die Pfanne und schaue, ob hier von dieser kleinen Prospektionsstelle etwas vorkommt. Essen, Gold auswaschen und Bart. Schauen wir. Schauen wir, was wir von dieser Stelle erwarten können. Von einem Kessel. 25 Liter. Noch ein recht oberflächig. Abgedreht. Ein paar Specks. Sie sieht es jetzt auch gerade ein bisschen schlecht. Da ist noch die Kamera nehmen. Das ist wirklich noch cool. Das ist jetzt ein Kessel, 25 Liter. Flottieren, du. Hey, Hauchdünn hier. Ich mache jetzt noch mal ein Foto, aber für ein Kessel jetzt ist das schon viel besser. Jungs, ja, Gold! Ja. 18 Liter aus dem Loch. Ein Kessel 25 Liter. Weiter geht's. Gerade durch den Schnitt ist. Yummy! Ja, das ist jetzt schon schön. Schön klebrig. Siehst du etwas? Drinnen. Ja, ich rein damit! Ja, Hutmaterial! Jetzt geht es eins, gell? Ja.
ist hier ganz fein oben. Platz gesehen natürlich. Das ist alles neu. Gut, das Herd ist überall 5 Liter. Aber hoppla. Das Ganze ist ein bisschen klebrig. Da kann sich das Gold schon ein bisschen besser drinnen verfolgen. Drum, weiter geht's, Manu! Überall ist noch ein bisschen gelocht worden. Wow, los, mal da drinnen durchgejettet. Die letzten Sachen werden gepackt. Wir beenden den Tag. Es haben alle wieder mega genossen. Und zu Hause werden wir wieder, wie immer, sehen, wie viel Gold es gegeben hat. Wir haben jetzt wirklich mal wahllos einfach reingeschaufelt. Wir werden dann wieder daheim erst merken, hui oder pfui. Schön, seid ihr wieder dabei gewesen. Bis gerade daheim. Hat es euch gefallen, Jungs? Entschuldigung, ich spüre immer noch ein bisschen Knochen von gestern. Willkommen zurück in unserem Heim, in unserem neuen Heim, ehrlich gesagt. Wir haben zurück in der Zwischenzeit mit der Family. In der Corona-Zeit war es ein bisschen nahrhaft, ehrlich gesagt, aber wir haben es geschafft. Chaga, hier innen, wo ich jetzt gerade bin, ein bisschen müssen improvisieren mit der Einrichtung. Ihr seht es, richte ich dann mal in meinen Goldwäscheraum ein. Jetzt komme ich dann langsam dazu, jetzt ist alles langsam eingerichtet. Wie gesagt, und ich bin noch etwas schuldig. Okay, dann schauen wir noch, wie viel französisch berechnetes Gold es gegeben hat. Bis gleich, ciao à tous. Gut Leute, kommen wir zum gefundenen Gold von dem Goldwäschtag. Das Highlight geht mal zuerst. Skudin! Und, was sagen Sie dazu? Awesome, awesome! Unbelievable awesome. Ja, ist es auch. Kleiner Scherz. Wir sind ein echter Goldwäscherkanal. Das war schon eine andere Zeit. Nicht damit, aber auch schon zum Anlegen. Wir kommen zum richtigen gefundenen Gold. Unser gewohnte Feingold. Kleinvieh macht auch Mist, sage ich Ihnen gerne. Und auch ein
fein ist. Wir haben ab jeder Flocke Schweinefreude. Das meiste ist wirklich sehr fein. Wir haben hier ein Flitterli so bis einen Millimeter, eineinhalb oben zu tun. Und jetzt das eine, das ein bisschen grösser erscheint, ist 2,5 mm, dass ich das ein bisschen vorstellen kann. Ich schmeisse es dann gleich jetzt nachher noch schnell aus. Wirklich versuche ich jetzt noch mit dem Digitalmikroskop ein bisschen nähere Aufnahmen zu machen, weil jedes Flitter ist eigentlich so etwas von einzigartig und das fasziniert mich einfach irgendwie an diesem Gold. Sorry für die schlechten Aufnahmen, aber die Struktur sieht man einmal ein klein vom Gold. Es hat alles dabei. Silber habe ich gesehen, so dirty Gold, mehr so knuspriges Zeug, Quarz dran. Wirklich zum Teil Silberflakes, wenn man hier ein paar sieht, rausstechen. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, seht ihr das hier oben? Der Indexfinger. Genau der dort. Schaut das an. Kein Mensch versteht, was das ist. Frage mich nicht, ich möchte manchmal gerne ein besseres Mikroskop haben, wenn ich das alles inspizieren könnte. Aber ja, das muss jetzt einfach länger auf diesen Moment. Viele Flitterli haben ja auch Quarzeinschlüsse natürlich. Noch so das kleinste Ding, wie man hier sieht, hat kleine Quarzteile noch drin. Das finde ich immer super. Da wieder Silber, klappte zum Teil. Kleine Nuggetlis, Silber-Nuggetlis. Klar, das ist jetzt halt extrem schlecht gewaschen. Es hat alles noch schwere Mineralien drin. Aber finde ich aber gerade noch cool, das auch noch ein bisschen mit drin zu lassen, zum Anschauen. Und dann putzen wir das noch ein bisschen besser. Dann kommt das gut. Ja, wie gesagt, spannende Sache. Immer wieder mal zum Gucken, das Gröllen, das ist auch witzig. So viel zu dem. Ein bisschen zum Gold schauen. Und jetzt würde ich sagen, ab auf die Tour genommen mit dem Gold. Und dann haben wir es für heute. Dann schauen wir noch kurz, was die Tour sagt. Sauber gewaschen, kann das noch kleinlicher putzen, das Gold. Ich denke, dann werden wir auch etwa bei 0,11 oder so etwas sein. Egal, was auch immer die Woche sagt, Hammertag war, wieder kann man wirklich nichts sagen. Und euch, liebe Abonnenten und Zuschauer, ein fettes Dankeschön fürs Zuschauen. Auf ein weiteres Abenteuer von den Goldbuddies dem nächsten Mal. Gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Raffi von der Goldbuddies. Ciao, ciao.